wir wohnen auch zusammen. Mhm. Und tja, dann das nächste Problem ist, da kommen, also ich bin ja nicht, kein Vollidiot, jetzt, da kommen schon irgendwelche Sachen zustande, so irgendwelche Annäherungsversuche. Ne? Zwischen dir und den Jungs? Ja. Nils, kurze Unterbrechung bitte. Ja. Ich möchte das Fernsehpublikum begrüßen. Das Fernsehen hat sich gerade zugeschaltet. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht sind wir ganz offen für eure Themen, für alle eure Themen. Nils ist gerade am Telefon und Nils bezieht sich noch auf das Thema von gestern. Gestern hieß unser Thema ja die Geheimwünsche der Männer. Nils lebt seit 4 Jahren mit seiner Freundin zusammen, ist seit 4 Jahren mit seiner Freundin zusammen und hat jetzt so den geheimen Wunsch mit seinen, ne, 2 besten Freunden, kann man sagen, ne, Nils, mal Sex zu haben. Ne? Mhm. So ist es. Ja. Und du sagst, Annäherungen finden statt zwischen euch beiden, zwischen euch dreien. Ja. Also die in Form von, ja, was weiß ich, wenn man so kleine Kämpfchen sich so miteinander ausfechtet, dann kommt man irgendwie plötzlich mit Mund zu Mund aneinander. Mhm. Da verharrt man dann in dieser Position. Ach, man verharrt dann sogar. Ja, und dann... Gab es denn schon eine Annäherung? Passiert, dass wir uns dann... einen richtigen innigen Kuss gegeben haben und uns danach wieder angeguckt haben. Mhm. Und dann kam von meiner Seite, bäh, was war das denn? Mhm. Ja. Von deiner Seite sogar? Mhm. Ja. Ich meine, das ist ja schon ein gravierender Schritt, ne? Wenn 2 Heteromänner sich einen, wenn auch leichten Kuss geben. Ja, ja. Das ist viel schon, ne? Das ist auch alles. Und du bist derjenige, der immer zurückschreckt. Ich denke dann halt immer, das kann ja auch sein, dass es von deren Seite aus so ist, dass sie sagen, okay, das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und sowas gibt's ja auch. Ne? Aber die küsst man dann ja auch nicht unbedingt. Was mir nicht so ganz klar ist bei der Geschichte ist, dass du das mit beiden unbedingt machen möchtest und dass beide gleichermaßen so diesbezüglich dir auch nahestehen. Ja. Ja, das ist so einfach. Ja. Ja, also, hast du denn Fantasien? Hast du sexuelle Fantasien beim Onanieren, dass du dann denkst, du bist mit den beiden Jungs auch zusammen? Ja. Das schon? Mhm. Seit wann eigentlich? Seit ein paar Monaten. Also. Mhm. Du hast vorher überhaupt keine homoerotischen Kisten gehabt, keine Erfahrung gesammelt? Nee. Gar nichts? Gar nicht. Erschreckt dich das ein bisschen, so diese Fantasien? Ja. Mhm. Aber dagegen kann man natürlich nichts machen. Nein, da kann man nichts gegen machen. Aber du bist... Manchmal kurz davor, dieses zu forcieren mit den Jungs. Ja. Ja. Ja, tue ich sogar. Also forcieren wirklich, aber dann wird zurück drauf ankommt, wenn ich dann im Grunde mich mal outen müsste. Meinst du denn, dass du da offene Türen finden würdest bei den beiden? Oder könnte es sein, dass die dann doch sagen, Herr Nils, also so weit und jetzt ist Schluss? Ja, wenn, also ja, es könnte sein, dass die sagen, jetzt ist Schluss. Mhm. Aber meine Befürchtung ist sogar, dass die dann sagen, ja, jetzt ist gänzlich Schluss. Ja? Gänzlich also, Schluss. Also sowas ist ja, ich weiß es eben wirklich nicht. Das, Bring das Thema doch mal so ein bisschen in eure Runde. So Thema. Also es gab sogar schon so verschiedene Dinge, wenn man besoffen ist, dann macht man ja irgendwie Sachen, die man sonst nicht macht. Mhm. Und da war einer jetzt, der, der war total voll und dann... waren wir zusammen in der Disco und dann hat er auch die ganze Zeit versucht, mich da irgendwie zu umarmen, also hat mich die ganze Zeit umarmt. Dann, also es kommt von Seiten der Jungs auch schon einiges rüber, ne? Ja, ja und dann sogar einmal, da war bei mir so eine Fete, es ist nicht lang her, da hat der Andi, ja das ist jetzt einer von denen, hat sich so zurückgelehnt in seinen Sessel. Und in dem Moment habe ich einfach so, ich war ja auch betrunken, also das klingt jetzt vielleicht bescheuert, ja. Also ich habe nur jetzt einfach dann meine Hose aufgemacht, meinen Penis rausgeholt und ihm so vor den Mund gehalten. Das ist aber schon abgefahren, ja und da? Ja, es ist abgefahren, okay, aber der hat dann sofort Mund aufgesperrt. Nein, erzähl mir nichts. Er dachte, also im Nachhinein meinte er war der festen Überzeugung, das wäre ein Finger von ihm. Achso, ja. Und ich hätte nur so getan. Die Ähnlichkeit ist ja auch in gewissem Maße da, ne? Also Nils, lange Rede, kurzer Sinn. Es liegt ja so sehr in der Luft da bei euch. Das ist ja die pure Erotik oder der pure Sex, glaube ich. Und du hast das so sehr in den Fantasien. Mach's doch mal. Mach's mal. Und dann musst du für dich entscheiden, ob das einfach nur mal so eine Erfahrung war oder wie ernst das zu nehmen ist. Und dann musst du es natürlich auch einordnen zu deiner
zu deiner Freundin hin. Ich würde auf keinen Fall das parallel laufen lassen, weil das ist unkorrekt deiner Freundin gegenüber. Aber das Thema ist in deinem Kopf jetzt im Moment. Und dann mach ich was. Ich weiß vor allen Dingen nicht, wie ich das mit meiner Freundin vereinbaren soll. Eben. Vielleicht, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, vielleicht war es das dann ja auch. Aber ich würde dir raten, es mal zu in die Realität zu holen. Also mit meiner Freundin nicht drüber sprechen? Erstmal nicht, nee, erstmal nicht. Mach mal, meld dich bei mir nochmal. Hab ich noch, bitte? Meld dich dann nochmal bei mir, wenn du es gemacht hast. Ja gut, ja? Kann ich noch eine Sache machen? Und zwar, ich weiß, dass die beiden auch sehr oft deine Sendung sehen. Mhm. Wohl nur über Fernsehen. Mhm. Das ist jetzt auch eine, dann könnte ich vielleicht kurz was sagen und vielleicht hören die das ja. Das dann sag, ja. Ja, sag. Also, lieber Guido, lieber Andi, ja, ihr habt es jetzt gehört und ihr wisst wahrscheinlich auch, worum es sich, um wen es sich handelt hier. Mhm. Und ja, wäre schön, wenn wir mal darüber sprechen könnten, wenn da mal was laufen könnte. Also Nils, ich bin jetzt wirklich gespannt. Versprichst du mir, dich bei mir nochmal zu melden? Gerne. Wenn neue Geschehnisse vorgefallen sind? Ja, klar. Okay, viel Glück, alles Gute. Am Samstag jetzt, also in 2 Tagen, ist eine Geburtstagsfete bei mir. Ja. Und da kommen die beiden auch. Da bin ich einfach mal gespannt. Wir sind in Gedanken. Mit Übernachtung und so. Mit Übernachtung. Wir sind in Gedanken bei euch. Ja. Samstag. Kann ich mich vielleicht nochmal melden. Ich okay. Tschüss. Tschüss, danke. Stefanie, 28. Hallo. Guten Morgen. Ja, Domian. Stefanie. Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, also ich habe mich vor 4 Wochen habe ich einen Mann kennengelernt auf der Talkline. Auf der Talkline? Mhm. Ja. Und wir haben uns noch nie gesehen. Ja. Und haben uns nach einiger Zeit total ineinander verliebt. Mhm. Und er ist jetzt in Montage in England. Mhm. Und heute Nacht hat er mich angerufen und hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Aber ein sehr forscher ist das, ne? Ja. Und, was sagst du? Ich habe ja gesagt. Nein! Du da, bist du denn Jeck, Mann? Du der hast, Mann ist, der hat die absolute ja, innere Schönheit. Die innere Schönheit. Ist wunderbar, ich bin auch für innere Schönheit, aber ich bin auch dafür, dass man sich erstmal kennenlernen sollte, bevor man gleich heiratet. Ihr kennt euch 4 Wochen. Ja. Per Telefon. Ja. Wir haben und jeden Tag, als wir hier waren. Habt euch wunderbar natürlich verstanden am Telefon, ne? Du sprichst schon von innerer Schönheit, ist mir alles klar. Mhm. Und jetzt macht der dir einen Heiratsantrag. Ja. Und du sagst ja. Ja. Stefanie, du dummes Ding, das darfst du doch nicht machen, Mann. Du bist 28 Jahre alt, stell dir das mal vor. Das ist mir noch nie passiert. Du darfst ja ganz lange mit ihm zusammen sein demnächst. Ja. Und ganz viel, aber bitte noch nicht heiraten. Ja. Noch nicht heiraten. Warum denn heiraten? Beschnuppert euch ja erstmal richtig ausführlich. Ja. Triff dich doch erstmal mit dem, vielleicht sieht der ganz schrecklich aus. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich war jetzt letztes Wochenende bei ihm in Bad Hersfeld. Ja. Und bei seinem Umfeld bin ich eingeladen gewesen. Bei wem? Bei seinem Umfeld? Ja, er ist ja in England. Mhm. Achso. Mhm. Bekannte von ihm haben mich eingeladen. Du hast kein Foto gesehen bisher? Nein. Nein. Nein, 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 wollte ich nicht. Ja. Wie beschreibt er sich denn selbst? Er äußerlich. Hat sich, 11,86 Meter groß, mhm. Blonde Haare. Mhm. Er hat gesagt, er ist kein Superman. Mhm. Aber es ist irgendwie Knalls. Knalls. Es knallt an der Wand. Dagegen all diese Sachen ist ja auch gar nichts einzuwenden. Aber bitte keine Schnellschüsse. Ja. Meinst du es wirklich ernst? Würdest du bereit sein, den jetzt bald schon zu heiraten? Ich meine, okay, wir müssen uns irgendwann mal treffen, aber... Ja. Das ist unumgänglich. Ja. Ne? Ihr könnt ja vielleicht auch per Telefon heiraten. Ich weiß nicht, ob das heutzutage schon geht. Ein Pastor dazwischen schalten und einen Beamten und im dann... Im Internet ist das schon passiert. Ist das schon passiert? Ja. Stefanie, was mache ich jetzt, damit ich sicher gehen kann, dass du keine Dummheiten begehst? Ich kann ja gar nicht mehr ruhig schlafen die nächste Zeit. Ich habe immer zum Kopf, Stefanie heiratet. Mein Gott, wer weiß, was passiert danach? Ja, ich weiß es nicht. Also dieser Mann ist absolut die Krönung meines Lebens. Glaub ich dir aufs Wort. Glaube ich dir aufs Wort. Stefanie, wir machen jetzt mal einen Handel. Ja. Wann kommt er zurück aus England? Am 5. Am 5. April? Ja. Ja. Und ich hoffe, dass ihr euch dann verabreden werdet. Ja, dann kommt er sofort hierher. Dann kommt er sofort zu dir. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir Ende April, wenn du mit dem Heiraten bis Ende April wartest? Ja. Und wir Ende April, so in der letzten Aprilwoche, nochmal telefonieren? Machen wir. Ja? Und bis dahin gibst du mir jetzt dein weibliches, großes Frauen-Ehrenwort, dass du ihn nicht heiraten wirst. Ich schwöre es dir. Ja. Und dann reden wir nochmal, ne? Dann habt ihr euch ein paar Wochen schon kennengelernt. Ja. Und vielleicht werde ich dir dein grünes Licht geben. Vielleicht. Nein. Ja? Ja. Wollen wir so einen schönen Gruß von Frank sagen, den ständig damit nerve?
Ja, danke. Auch zurück an Fragen. Wir verbleiben so, Stefanie, okay? Darf ich noch was los dann? Ja, was ist heute nach los? England? Jeder wird, ja, na klar. Ja, wenn, wird er das verfolgen in England? Weißt du das? Ich hoffe es. Da muss er natürlich eine spezielle Schüssel haben in England. Ja, also Toddy, ich liebe dich. Er wird völlig baff jetzt sein. Ja. Aber das mit der inneren Schönheit, das war doch das Kompliment überhaupt. Ja, der Mann hat absolut die innere Schönheit. Wir sind so im Gleichklang, weißt du? Wenn das eine Frau von einem Mann sagt, dann hat er gewonnen. Ja. So ist das. Das ist genial. Genial. Also, ne? Also ich rufe dich dann nochmal Ende April ich, an. Ich harre deiner, ne? Deines ja. Anrufes. Mache ich. Tschüss. Okay, ciao. Ach, jetzt muss man aufpassen auf die Leute hier. Ihr macht mir richtig Arbeit. Frank, 33. Hallo? Willst du auch heiraten? Ja, ich möchte auch heiraten. Hallo, Domian. Ich habe gestern einen Fax geschickt zum Thema geheime Männerträume. Ja? Und zwar mein absoluter Wunschtraum ist, ich möchte einen echten Polizisten kennenlernen. Einen echten Polizisten mit Schnäuze, allem drum. Das ist so mein absoluter Wunschtraum. Ich sammle seit Jahren amerikanische Polizeiuniformen. Möchte aber, auch endlich mal den passenden Polizisten dazu haben. Aber du bist klar schwul. Ich bin klar schwul. Ja. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Das ist schon mal Faktum, Grundlage. Und das muss ein richtiger Polizist sein. Ja, ein richtiger Schwul, also soll schon ein schwuler Polizist sein, mit Schnäuzer, weil... Warum bitte mit Schnäuzer? Ja, weil ich das maskuliner finde. Dominanter wirkt das. Aha. Also es gibt auch so viele maskuline, dominante Männer ohne Schnäuzer. Ja, da gefallen mir aber eher die Fernsehpolizisten besser. Zum Beispiel Kommissar Rex jetzt der Neue und... Ja, der wirkt ja nur wirklich ganz, ganz jungenhaft, ne, und weich. Ja. Und dieser Johannes Brandtrump von Alarm für Cobra 11. Den findest du auch gut. Den fand ich klasse. Ja. Wenn er so seinen 3-Tage-Bart hat und so, ich fand ihn super. Aha. Ja. Ist ein sehr seltsames, sehr seltsamer Männertraum, ich weiß. Aber nee, habe ich schon einige Male gehört. Du, was hast du denn bisher unternommen, um einen echten Polizisten kennenzulernen? Ich habe in der First, in der Box, in der Downtown, also diese Gate-Zeitung, Kontakte inseriert. Ich war bei der Talkshow bei Johannes Kerner, Thema, ich stehe auf Uniform, habe versucht, einen Polizisten darüber kennenzulernen. Alles nicht geklappt? Alles nicht geklappt. Was meinst du, Frank, wie viele Polizisten uns hier in der Nacht immer zuhören? Die Jungs, die schieben jetzt Nachtwache. Die lachen sich wahrscheinlich so gut. Und wer weiß, ob der eine oder andere mit Schnäuzer, jetzt gucken sich wahrscheinlich alle an da in den Amtsstuben, wer einen Schnäuzer hat und wer vielleicht in Frage käme für dich, für den Frank. Aha, ja? Das wäre ja klasse, wenn man sich das ich so ahne schon, dass gleich vor dem Studio hier 10 Streifenwagen stehen und die alle deine Telefonnummer haben wollen. Ach du Schande. Nee, aber das glaube ich nicht. Die sind, wegen der Diskretion und so weiter, denke ich mal, sich da nie jemand meldet. Vielleicht, ja. Aber Polizisten sind ja auch nur Menschen, ne? Und wollen auch lieben. Du hättest mich mal sehen sollen, als ich in San Francisco war. Ich habe da einen echten Polizisten kennengelernt. Aha. In San Francisco, ne? Du, ich war hin und weg. Mit mir war tagelang nichts mehr anzufangen. Hast du mit dem richtig angebandelt? Leider kein Polizeisex, also kein Sex, nichts miteinander gehabt. Hätte ich gerne, aber wir haben uns nur unterhalten an der Castro Street. Er hat mir seine Handschellen geschenkt und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und er meinte, wenn ich nach Deutschland komme, will er mir irgendwo mal sein Polizeihemd schicken und so. Also man macht dir die größte Freude, wenn man dir dann die Handschellen schenkt. Er hat mir eine sehr große Freude mitgemacht. Also keine roten Rosen, sondern Handschellen, will Frank. Ja, ich durfte ihn noch fotografieren und alles. Sag mal, du hast gerade so im Nebensatz ein Wort fallen lassen. Polizeisex, was ist das? Ja, SM und Bondage. Ach so, alles so richtig Fesselspiele, gefangen nehmen. Du kann es ja sein, dass du da dass sich ein wirklicher Polizist mit Schnäuzer, so wie du ihn haben möchtest, meldet. Wäre klasse. Nee, pass auf, das ist ja nur die äußere Hülle, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Und dahinter ist dahinter verbirgt sich einfach ein Arsch. Was machst du denn dann? Ja, da habe ich Pech gehabt. Hast du soweit schon mal... Das kann nicht passieren, ist richtig. Ja. Das ist... Weil nur die Uniform und nur der Schnäuzer machen es ja nicht, ne? Nee, man muss ja schon den Charakter und so weiter sehen. Ja. Das ist ganz klar. Möchtest du denn auch gerne vom Charakter her, dass das so ein Zieher ist, so ein eher harter Kerl? Es oder sollte du? Schon maskulin sein, ja doch, weil ich eher das Gegenteil bin. Mhm. Ich bin eher der devote Part. Wäre dein Traum, mit einem solchen Mann auch zusammen zu leben, in einer Wohnung zum Beispiel? Das ist auch ein sehr großer Traum, einen Polizisten als Freund, nicht nur für einmal, sondern richtig als Freund, was einfach ein tolles Gefühl ist, sowas als Freund zu haben und Wenn du so scharf bist auf diese ganze Uniformszene, warum hast du nicht selbst versucht, in die Polizei reinzukommen? Ach, ich habe von Anfang an den falschen Beruf gewählt. Was machst du denn?
kaufmännischer Angestellter. Ja, das ist was ganz anderes dann. Ja, ne? Absolut. Kannst du dich noch umschulen als Streifenpolizist? Dann wärst du ja ganz nah an den Jungs dran. Ich bin schon über 33. Geht das nicht mehr? Ich denke mal, bin ich schon zu alt. Warst du denn beim Bund? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Beim Bund war ich auch und jetzt zurzeit bin ich nur Disc-Jockey. Beim Bund warst du auch. Das war doch dann Eldorado für dich, ne? Ja, oder? Da war ich aber noch hetero. Ach, da warst du. Und ich wusste nicht, wieso ich die Männer mit Schnäuzer so nett fand und so weiter. Und ja, Jahre später war mir dann endlich mal klar, dann fand ich natürlich schade, ne, dass ich das nicht genutzt habe. Ja. Und also heute Frank, ist das alles etwas anders geworden. Jetzt nochmal. Wenn der Polizist anhält und so, ist mir auch schon passiert. Also ich meine, ich habe noch keinen Führerschein. Da bin ich auch hin und weg. Du müsstest doch eigentlich so immer vor den Polizeiwachen so rumlungern, ne? Und so gucken, wer ja, da raus. Ja, das mache ich nicht, aber wenn ich so Polizisten an mir vorbeigehen, sagen wir mal auf der Kirmes und so, ist mir alles schon passiert. Dann wird dir ganz kribbelig. Oh ja, ich habe schon auf der Kirmes gejobbt, auf der Schießbude, bei einer Freundin geholfen und die Polizisten, die haben ja immer Bereitschaft auf dem Platz. Ja. Und da waren bildschöne Polizisten bei. Einen habe ich auch fotografieren können, aber nie wieder gesehen und ach, was weiß ich. Du ich kannst doch mal. Ich habe Chefin gesagt, ich bin hin und weg. Du kannst doch mal, ich meine, das nur als Spaß jetzt überlegt, du kannst doch mal irgendwas vortäuschen, damit die Polizei zu dir nach Hause kommt. Vielleicht kommt dann so jemand. Oh, ich bin viel zu ehrlich. Nein, ja, das darfst du natürlich nicht meinen, das war auch jetzt ein übler Vorschlag. Also, ich hoffe sehr, dass sich was in der Polizeiszene tut, ne, für ja, dich. Ja, ganz besonders, ich habe von einem Bekannten einen Namen gekriegt, der heißt Mike, kommt aus Duisburg, habe auch inseriert in der First, ja, dass ich diesen Polizisten gerne kennenlernen möchte, weil der bekannt hat mit dem beschrieben, aber konnte keine Anzeige, nichts machen, ne. Ja. Dass der vielleicht jetzt das sieht und endlich mal anruft, ja, macht er jeden Tag auf den Anruf. Also ich würde dich liebend gerne mit einem so richtig tollen Polizisten verkuppeln. Ach, du würdest mir mit meinem absoluten Herzen. Ja, verkuppeln. Es sind aus dieser, durch diese Sendung sind schon zwei Ehen entstanden. Aha. Nun ist das bei den Schwulen ja ein bisschen schwierig. Aha. Aber vielleicht gibt es da, es gibt ja so ähnliche Rituale, keine offizielle Ehe. Ja, vor allem Jürgen. Und ich würde glatt dann zu euch kommen, wenn ihr das macht. Ja klar, vor allem wenn ich jetzt, ich verkehre jetzt in der Lederszene, im Schäns und so weiter, in Köln und so. Da siehst du ja nicht, ist der Polizist oder ist der nicht. Nee, die sehen alle aus wie Polizisten. Lieber Frank. Aus wie Polizisten, ja genau. Also, alle Polizisten aus Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland, die maskulin sind und Schnäuzer haben, überlegt euch mal, ob ihr diesen tollen Frank vielleicht nicht mal kennenlernen wollt. Oh Mann, du wirst mir einen Riesen gefallen. Und übrigens, wir beide sind dasselbe Sternzeichen. Sag bloß. Ich habe am 19. Dezember. Mann, das ist ja toll. Gut. Frank. Wäre klasse, wenn wir, ich da was mache. Wir hoffen gemeinsam, ne? Alles klar. Okay. Ich danke tschüss. Dir, ne? Mach weiter so. Tschüss. Tschüss, Domian. Angela, 22. Hi, hallo. Angela? Ja, ach Gott, Hilfe, ja. Hallo. Du bist schon jetzt dran. Ich heiße Angela. Angela. Ja, richtig, hallo. Angela. Ich bin jetzt erschrocken, huch. Angela war noch ganz versunken bei den Polizisten. Ja, richtig. Magst du denn auch Polizisten? Ich? Nein. Nein. Nein, ich habe diese Antipathie gegen Polizisten. Wirklich? Aber Männer mit Schnäuzer? Ja, das sowieso nicht, das kratzt so. Was hast du gegen Polizisten? Das sind doch tolle Leute, gut, dass wir die haben. Naja, ich weiß nicht. Nicht? Nee. Aber darüber willst du gar nicht mit mir reden, ne? Nee, gar nicht. Sondern? Und zwar habe ich letztes Jahr im November meinen Vater angezeigt. Aha. Und zwar hat er, ich habe also mitbekommen, wie er eine Freundin von meiner jüngeren Schwester angefasst hat. Freundin von der jüngeren Schwester? Mhm. Wie alt ist die Freundin? Die war damals 10. Noch Und zwar habe ich das nie geglaubt. Sie hat mir das, also meine Schwester hat mir das immer erzählt, dass er das mit vielen von ihren Freundinnen gemacht hat. Und ich denke, ach, du spinnst doch. Mhm. Ja, vor allen Dingen halt eben, sie spinnt sich manchmal was zurecht, sage ich mal. Was hat er denn konkret gemacht? Also, er hat sie also geküsst, also richtig leidenschaftlich, sage ich jetzt mal, so richtig mit Zungenküsse und ist ihr dann an die Wäsche. Ich bin ja richtig an der Tür verharrt, er hat mich ja nicht gehört. Wie hast du das gemacht? Stand die Tür so ein Schlitz auf oder wie kann man sie... Ja, richtig. Es ging ja so, ich habe meine Schwester runtergerufen, weil ich da was am Kochen war und sie sollte gerade auf meinen Sohn aufpassen. Mhm. Und habe ich oben was vergessen. Dann bin ich hochgegangen, die Tür stand da so ein Spalt auf. Mhm. Und dann denke ich, na, was macht er denn da? Also die Freundin von meiner Schwester war oben. Die haben da Hausaufgaben gemacht. Und da habe ich halt eben gesehen, sie soll sich nicht so anstellen. Und ich denke, nein, was macht der denn da? Hat das Kind ja nicht geschrien? Ja, überhaupt nicht. Das war's. Ja, sie war total, so ein angstverzerrtes Gesicht habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und dann bin ich halt eben da dazwischen und habe gedacht, du, Papa, was machst du denn da?
Und er hat nun gar nichts. Ich bin nur mit ihr halt, hab sie getröstet. Sie hat eben angefangen zu weinen, weil die Hausaufgaben irgendwas nicht klappt. Und da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Dann habe ich die runtergeschickt, das Kind nur noch am Schreien, so richtig hysterisch. Und mir war so peinlich und alles. Und da hat er nur zu mir gesagt, ich wollte ihn zur Rede stellen, stell dich nicht so an. Und mein Vater ist halt eben sehr aggressiv auch und er hat meine Mutter immer geschlagen. Sie ist halt, hat ihn dann auch verlassen und uns eigentlich auch, aber meine Mutter war ja ganz schlimm. Und dann bin ich einfach runtergegangen, da habe ich dieses Kind gesehen, der hat so geschrien, das hat sich die Haare gerauft, das hat sich, weil er ist ja richtig an die Hose und alles. Was ist denn dann überhaupt aus dieser Geschichte geworden, letztendlich? Ja, gut, das Schlimme daran war ja dann, er hat mir dann 50 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich soll dem Kind was kaufen, dass es den Mund hält. Und das fand ich so eklig, weil ich mir immer gedacht habe, was würdest du machen, wenn das mit deinem Kind passiert? Klar, ja. Und dann habe ich das 4-5 Wochen nur ungefähr mit mir rumgeschleppt. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich rufe einfach mal die Polizei an und frage halt eben richtig diskret, wie mir da vorgehen kann. Und ja, ich habe dann da angerufen, die haben mir als nachgehakt, ja, von wegen, wie macht man halt eben, wer das ist, richtig gebohrt, und dann hat halt eben gesagt, mein Vater, und das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Dann kam dann die ganze Sache ins Rollen, und es wurde mir versprochen, hoch und heilig, mein Name wird nicht genannt, und dieses ist dann nicht passiert. So, das Ende vom dieses, es kam dann raus, dass es wurden 10 Kinder verhört, die hat er dann alle letztendlich irgendwie angefasst, hat mit denen geschmust, oder ihnen richtig unter dem Pulli an die Hose gegangen, und hat ihnen wirklich fast allen Schweigegeld, sage ich mal, gegeben. Und gesagt, wenn sie es der Eltern sagen, dann passiert was Schlimmes. Richtig wie im schlechten Film. Es ist dann richtig zu einem Verfahren gekommen? Ja, der Witz kommt ja jetzt. Es war halt eben nur eine Vorstufe der Belästigung. Er hat die Kinder nicht vergewaltigt. Und es war also, wenn überhaupt, eine ganz geringe Geldstrafe. Und das Schlimme daran ist halt eben, jetzt sind die ganzen Bekannten, Freunde sind gegen mich, von wegen, wie kannst du deinen Vater anzeigen? Ja, und schämst du dich denn nicht? Und das ist also ganz schlimm. Ich bin jetzt wirklich total, also jeder ist echt gegen mich. Ich möchte dich doch nochmal fragen, weil ich das nicht gerade richtig verstanden habe. Zu was ist er denn nun verurteilt worden? Zu eine leichte Belästigung an Kinder. Aber es ist keine sexuelle Belästigung, nur Belästigung. Wie hoch war die Strafe denn? Ich weiß es nicht, ich habe seitdem keinen Kontakt mehr, aber es muss ein Witz sein. Ein Witz, also vermutlich eine Geldstrafe, eine kleine Geldstrafe. Richtig, genau. Aber jetzt hast du alle Leute gegen dich runterhören. Alle, wirklich. Und das Schlimme ist noch, ich treffe ihn in der Stadt und er sieht mich mit meinen Kindern und er sagt nur, deines Satans Brot lösche ich aus. Das sagt er zu mir, ja. Und das Schlimme ist, ich traue ihm das zu. Ich lebe in ständiger Angst, wenn ich diesen Mann sehe. Erstmal, vorweg gesagt, finde ich das, was du gemacht hast, vollkommen richtig. Ja. Ausrufungszeichen, und das möchte ich ganz dick unterstreichen. Vielleicht oder wahrscheinlich sogar hast du Unheil verhindert. Er hat schon Unheil angerichtet, aber wer weiß, was noch passiert wäre. Der macht doch weiter, das ist dem doch egal. Du meinst nicht, dass das für ihn ist ein Warnschuss, oder? Nein, ach, das war doch nichts. Wie gesagt, das waren ein paar, ich schätze mal, wenn es hochkommt, 2000 Mark. Also es muss echt ein Witz gewesen sein. Ja, also ich finde das schlimm. Und dafür habe ich jetzt wirklich meinen Kopf hingehalten. Du hast richtig Angst, dass er den Kindern an Leib und Leben geht? Ja. Also ich meine, du kannst dir nicht vorstellen, kannst du dir das vorstellen, dass ein Mann, eine Frau, also jetzt sag mal mich jetzt, meine Mutter hat er ja windelweich geschlagen, mit einem Schlag 3 Finger brechen kann, also beziehungsweise eine Kapsel splittern kann, den gesamten Knochen splittern kann, mir gleichzeitig, in den Bauch zu treten, dass die Bauchdecke angerissen ist und mir halt eben dann wirklich dann noch den Arm auszukugeln. Das mit einem Schlag. Ja, der Mann, der ist irre. Der ist einfach, ich weiß nicht. Hast du denn jetzt persönlich auch Angst um deine Gesundheit? Dass er dich persönlich auch angreift? Ja, das macht er ja so eigentlich ständig. Nee, dass er dir auflauert irgendwo, dass er dich wirklich dann zu... Ja, das macht er ja nur. Das macht er auch bei meiner Mutter und das macht er halt eben auch bei mir. Aber er hat dich bisher noch nicht, jetzt in der letzten Zeit nach diesen Vorfällen, angegriffen? Nee, das ist halt eben, weil ich gehe ohne meinen Hund nicht mehr aus der Tür. Er hat also Hast du mit der Polizei darüber geredet? Sag ich gerade, das ist deutsche Polizei. Da muss erst was passieren. Ja, das ist nicht deutsche Polizei, das ist deutsches Recht.
Freie, ne? Das ist doch bescheuert, ja, das ist doch so paradox. Den Polizisten sind die Hände gebunden, schlimmerweise, ne? Alter, der Mann, der hat, ich weiß genau, das weiß jeder, der hat zwei scharfe Waffen daheim, ja? Und die gehen, es ist nichts passiert und sie können das Haus nicht durchsuchen. Du hast richtig Angst im Moment, ne? Ich habe fürchterliche Angst. Angela, sprich bitte mit dem weißen Ring. Das sage ich in solchen Fällen immer. Unserer Erfahrung nach sind das ganz kompetente Ansprechpartner und die in solchen spezifischen Fällen wirklich gezielte Auskunft geben können, wie man sich verhält, was man machen soll, Verhaltensregeln einfach. Mhm. Weil die Polizei teilweise auch überfordert ist, die haben gar nicht genug Personal, sich auch mit den individuellen Fällen zu beschäftigen. Ruf unbedingt bei denen mal an. Hast du eine Telefonnummer? Nee. Dann werden wir dir die gleich geben. Ja, okay. Wir werden dich gleich nochmal anrufen und dann wird mein Psychologe, der Peter Ofsanowski, dir die Telefonnummer geben. Okay, prima. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute, möchte aber nochmal unterstreichen, dass ich das gut finde, was du gemacht hast und hab bloß kein schlechtes Gewissen, wenn auch die ganze Sippschaft, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, weil ich das nicht verstehen kann, dass man dich da schlecht beurteilt, deshalb gegen dich ist. Ich finde es sehr richtig und sehr gut. Okay. Leg mal auf und du wirst nochmal angerufen. Okay, danke. Alles Gute, mach's tschüss. Gut, ja, tschüssi. Jetzt machen wir Pause, 1.38 Uhr und 47 Sekunden. Haben wir jetzt. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Heute Nacht sind wir offen für eure Themen, eure Anrufe, egal zu was ihr reden wollt. 0130 29 11 Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Sascha und der ist 18 Jahre alt. Ja, hallo, ich bin's, Domian. Ja, Sascha. Hallo. Dein Thema. Du, ich habe ein kleines Problem mit meiner Freundin, der Daniela. Und zwar geht es darum, ich habe zu Silvester, also kurz vor Silvester habe ich einen Urlaub gemacht in Berlin mit der Klasse. Mehr eine Klassenfahrt war das. So Abschlussfahrt. Und vorher lief das alles super mit ihr. Ich habe eigentlich mich jeden zweiten Tag mit ihr gesehen. So, und jetzt ist das so. Wie lange zusammen schon? Wir waren 2,5 Jahre zusammen. Aber also sind noch zusammen. Nur mir kommt das immer mehr so vor, also seit Silvester haben wir uns immer seltener gesehen. Und immer wenn ich sie frage, ob sie vielleicht Zeit hat für mich oder so, um irgendwie, dass wir uns eben treffen können, sagt sie immer, oder sucht sie immer Ausflüchte, um uns eben nicht zu sehen, dass wir uns eben nicht sehen können. Ne? Das sind Ausflüchte? Ja, also mir kommt das zumindest so vor, als wenn das Ausflüchte wären. Weil immer, wenn ich zu ihr sage, zum Beispiel, komm zu Freitag mit mir mit, irgendwie in der Disco oder sowas. Dann sagt sie immer, nee, ich habe keine Zeit, muss entweder Schule machen oder ich treffe mich mit Manuela oder sowas. Und dann, weiß ich nicht, mir kommt das schon langsam so vor, als wenn sie mich schon gar nicht mehr will. Also sich zumindest nicht mehr mit mir treffen will. Weil sie kommt nicht mehr freiwillig. Damals ist sie zum Beispiel immer gerne zu mir gekommen. Also das hat auch meine Mutter immer gesagt. Und weiß nicht, mir kommt das so vor, als wenn sie mich einfach nicht mehr sehen. Als wenn sie mich nicht Das kommt dir so vor. Hast du ihr das mal gesagt? Es kommt mir so vor? Ja, ich hab's ihr schon gesagt. Da hat sie nur gesagt, ach, wie ich darauf käme und was das dann für Schwachsinn wäre und so. Und nur, sie weiß nicht, was sie mir vielleicht damit irgendwie für Sorgen bereitet, weil, weiß nicht, ich dieses Mädchen echt abgöttisch liebe. Also ich würde echt alles tun, um sie zu halten. Ne? Also du tappst da im Dunkeln. Du merkst auf jeden Fall, dass seit Weihnachten, seit Silvester, da irgendetwas anders ist als vorher. Ne? So ist es, ne? Und du kannst dir keinen Reim drauf machen, ob da was vorgefallen ist oder was die Ursachen sind, die Gründe. Ja, genau, weil Silvester war sie ja noch bei mir. Also da haben wir noch zusammen gefeiert mit ein paar Kumpels,
ging auch gut ab, irgendwie die Feier, nur... Aber Sascha, ich verstehe nicht, wenn du ihr das so ganz klar sagst, so wie du es mir auch gerade erklärt hast, und wenn man 2 Jahre zusammen ist, dann kennt man sich ja auch sehr gut und dann kann man sich auch nicht so viel vormachen. Ja, ja, klar. Dass sie dann immer ausweicht und du dich damit zufrieden gibst. Ja, ja, klar, aber nur es ist so, ein Kumpel von mir sagte zum Beispiel, dass sie zum Beispiel oft sehr bei dem Frank ist, also zum Beispiel mein bester Kumpel, der so gut wie fast jeden Tag bei mir ist. Wir sind andauernd unterwegs und bei dem soll sie in der letzten Zeit relativ oft sein. Ich habe ihn auch schon gefragt, ob er was sonst mit ihr hätte, dass sie sonst zu mir kommen sollte, sollte mir das ganz klipp und klar sagen. Damit würde ich vielleicht besser fertig werden, als wenn sie dann, oder wenn ich über andere Leute mitkriege, klar, natürlich, dass sie dann mit ihm da irgendwie was hat oder so. Nur er sagt auch, da ist nichts und das ist doch rein nur Freundschaft. Ich sollte mir nicht so eine Sorgen machen. Also Sascha, irgendwas liegt da in der Luft, wie du es jetzt geschildert hast. Ja. Und der nächste Schritt, der unternommen werden muss, ist, dass du darauf bestehen musst. Du musst darauf bestehen, dass sie dir klaren Wein einschenkt. Du musst dich mit ihr zusammensetzen und du musst sie, du kannst sie nicht dazu zwingen, aber du musst ganz klar und intensiv ihr ruhig auch Druck machen und Druck auf sie ausüben, dass es einfach nicht mehr so weitergehen kann, dass du nicht mehr so weiterleben kannst mit ihr, wenn sie nicht sagt, was los ist. Sie soll sagen, ob sie dich noch liebt, ob sie dich heiß und innig liebt, so wie früher. Sie soll sagen, ob irgendwie vielleicht auch ein anderer Junge da im Spiel ist. Irgendwas muss ja los sein. Ne? Dieses Verhalten fällt ja nicht vom Himmel, was sie da an den Tag legt. Nein, sie sagt nur immer, ja, klar, ich liebe dich noch und blub und bla. Ja, du musst den nageln. Dann musst du sagen, ja, okay, aber warum ist denn alles so, wie es ist, so wie du es mir gerade geschrieben hast? Warum? Was sind die Ursachen? Ja, das habe ich. Ich habe das schon mit ihr durchgesprochen. Wir haben also wirklich, wir haben hier. Dann musst du ihr sagen, Ich habe zu ihr gesagt, warum möchtest du nicht mal kommen? Wenn dich was an mir stört, sie soll es bitte so sagen, wie es ist. Also wenn ich. Sascha, aber es kommt ja nichts raus dabei. Also musst du ihr, dann mach mehr Druck. Dann sag, dass du Schluss machen wirst, wenn sie nicht klar sagt, was los ist. Ne, so eiert ihr rum und dreht euch im Kreis. Du bist völlig unzufrieden und es geht irgendwie weiter. Du weißt nicht, was los ist. Du musst mehr Druck machen, absolut mehr Druck machen. Das ist auch dein Recht. Das Recht hast du nach so vielen Monaten jetzt, finde ich. Okay? Ja, aber das ist das, wovor ich Angst habe. Ja, aber da musst du vielleicht Schluss machen, dass ich dann vielleicht ganz alleine dastehe. Gut, aber was ist denn die Alternative? Ja, die Alternative ist jetzt, da so rumzueiern. Ist das schön? Nee, natürlich nicht. Das ja, also. Ist klar, aber gerade hast du selbst einen Satz gesagt, es wäre für dich vielleicht einfacher, mit der Wahrheit klarzukommen, wenn sie einen neuen Freund hätte, als so dieses Dubiose und Nebulöse, was da los ist. Ja, aber vielleicht habe ich auch vor der Wahrheit ein bisschen Angst, dass klar. Du vielleicht eben sagt, okay, jeder hat davor Angst. Oder so. Jeder hat davor Angst. Aber da musst du durch. Das ist nun mal so in Liebessachen. Ja, ich werde es probieren. Alles Gute. Ja, danke dir. Harte Sache. Tschüss, Sascha. Okay, tschüss. Oliver, 26. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Dein ja, ich rufe an. Eigentlich wollte ich nur mal etwas darüber erzählen, da ich schreibe seit langen Jahren, schreibe ich Gedichte über alle möglichen Themen, also das, was mich so bewegt, das heißt, ja, im Grunde genommen Problemverarbeitung zum unter anderem auch. Das heißt, wenn es mir zum Beispiel mal mies ging, dann kam mit einem mal irgendwie dann so ein Gedicht zustande, oder wenn es mir gut ging, wenn ich positive Erfahrungen hatte, negative, da schreibe ich dann Gedichtsform nieder, wobei aber die Gedichte alle irgendwie sozusagen immer in der letzten Strophe meistens dann sozusagen einen Hoffnungsschimmer haben und ich habe einen Bekanntenkreis, wann immer ich irgendwie jetzt Freundinnen oder Freundner Gedichte gezeigt hatte und die auch nur ein bisschen Funken für Romantik hatten, dass diese Gedichte bei denen was auslösten. Was löst das denn aus? Ja, also das allerschönste Kompliment, was ich mal bekommen hatte, das war ein Freund von mir, der hat ein Mädel kennengelernt gehabt. Und in der Anfangsphase waren wir auch, ich war viel unterwegs und dann ging es dann nochmal ins Kino, dann war ich sozusagen das dritte Standbein, aber das war selbstverständlich, dass ich halt mit dabei war und da... Seine Freundin, die hatte dann ihn gebeten, der hatte ihr erzählt, ich schreibe Gedichte und so und ich soll doch mal welche mitbringen. Na, und wir hatten noch vor der Kinovorstellung, waren wir etwas früher, da hatten wir über eine Stunde noch Zeit, saßen so im Kino und ich hatte das Gedichtsband mit und sie fing an zu lesen und seitdem sie anfing zu lesen, sie war bis zum Film nicht mehr ansprechbar. Sie hat nur gelesen und sie hat geweint vor Rührung. Ja, teilweise kam ihr vor Rührung die Tränen. Und du wolltest gar nicht mehr ins Kino gehen. Doch, doch. Und seitdem schon. Ist sie mit dir zusammen. Nein. So, Oliver, jetzt ist aber Schluss. Also jetzt hast du uns auf die Folter gespannt. Du weißt, was jetzt ansteht, ne? Ich will eine Kostprobe hören.
Ja. Vielleicht bin ich ja auch ganz gerührt und wir liegen alle weinend vor unseren Geräten. Ja. Also ist keine lange Elegie, ne? Ja. Sondern was Kurzes, damit wir einfach nur so einen Eindruck haben von deiner Kunst. Gut, dann muss ich jetzt ganz schnell kurz mal im Inhaltsverzeichnis blättern, weil es sind weit über... So viele? Ja, also es sind über 50 Gedichte inzwischen, ja. Sprüche, Weisheiten, alles mögliche im Moment. Weisheiten fabrizierst du auch? Nein, also es ist nicht Weisheiten, sondern ich bin sehr, wie soll ich sagen, den asiatischen Lebensweisheiten. Also nicht ich hoffe, dass du nicht abschreibst aus irgendwelchen alten asiatischen Büchern. Nein, nicht. Es sind Sachen, die ich irgendwann mal vielleicht gehört habe, ja. Unterbewusst. Nicht aufgenommen habe und irgendwann mal irgendwie, wenn ich mir so Gedanken mache, dann niedergeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob die irgendwie schon vorhanden sind. Jetzt hast du sicher ein Gedicht gefunden. Jo, Moment. Blätter? Ja, Such. Blätter. Was ist das Schönste der 50 Gedichte? Das Schönste? Naja, such jetzt irgendwas aus, wo wir wollen ja nicht zu viel hören. Ja, ja? Das ist klar. Oder vielleicht doch. Nee, Moment, jetzt. Der Dichter geht in sich? Ja, jetzt habe ich eins. Der Dichter hat eins gefunden? Ja, wo ich meine... Wie heißt es? Sag uns erstmal den Titel. Und zwar, Moment, drei Worte. Drei Worte. Okay. Drei Worte heißt es. Drei Worte. Sie zu sagen, fällt einem schwer. Weiche Knie meist dran hindern. Gedanken schwinden, Kopf ganz leer. Doch ist einfach, den Schmerz zu lindern. Man sieht sie an und will's ihr sagen. Doch man redet nur so daher. Was kommt und war an manchen Tagen. Bloß nicht, dass man sie so mag so sehr. Vielleicht geht's ihr, genauso wie dir. Gleiche Gründe es ihr verwehren. Warum geschieht's nicht jetzt und hier, wenn beide aneinander so begehren? Es schallt tschüss, wir sehen uns bald, mit scheuen, schüchternen Blicken. Würdest gern rufen, warte, halt. Doch bleibst nur bei einem Nicken. Aus und vorbei, die Chance vergeben, auch dieses Mal wie oft zuvor. Drei Worte bloß, bedeutend fürs Leben, und doch ist so, dass man verlor. Also sozusagen diese Situation... Goethe! Ich spreche mit Goethe. Nein. Jedes Frauenherz muss doch dahinschmelzen, wenn du den Mädels sowas vorliest. Ja, also wenn ich irgendwie... Mir schlug es gerade schon das Herz nach oben. Ja, danke. Ich find nur eine schade. Also ich bin nicht der Einzige, der Gedichte schreibt. Nein, natürlich nicht. Es gibt hunderte, tausende Jugendliche, die Gedichte schreiben. Nur ich finde es sehr, sehr, sehr schade. Vielleicht hängt es auch ein bisschen mit von der Gesellschaft ab, von dem hohen technologischen Standard, von der Anonymität. Worauf willst du hinaus? Dass, keine soziologischen Vorträge jetzt. Okay, da ist sozusagen Romantik, wird zwar von vielen gesucht, ja. Aber du hast doch Erfolg damit. Du sagst doch, dass die Leute gut darauf reagieren und das ist doch wunderbar. Das ist richtig, nur worum es mir geht ist, ich habe zig Verlage angeschrieben. Aha, du willst also einen Verlag finden. Ja, und dass ich immer wieder nur hörte, ja, wir müssen unseren eigenen Autorenstamm pflegen, ja. Oder da ich dann... Also du bemängelst oder du kritisierst, dass jungen Autoren, romantischen Autoren in Deutschland keine Chance gegeben wird. Ja, also sprich zum Beispiel, dass dir keine Chance gegeben wird. Ja, nicht nur mir, auch anderen. Also andere natürlich auch. Das halt eben, ich meine... Oliver, du hast jetzt diese Sendung als Sprachrohr benutzt. Ja, auch. Nicht nur das. Jetzt muss ich die Regie bitten, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ja, jetzt ist wieder da. Ja, und nicht als Sprachrohr direkt, sondern ich möchte nur eine Botschaft an alle Zuhörer geben, dass doch ein bisschen vielleicht mit offeneren Augen durchs Leben gehen sollen. Das ist eine wunderbare Botschaft. Wir gehen alle jetzt mit offeneren Augen durchs Leben. Ich wünsche dir für deinen literarischen Erfolg, für deine Karriere viel Erfolg. Hm. Oliver, wirklich. Und viel Spaß beim Dichten. Jo, danke. Alles Gute. Jo. Wir gehen offenen Auge durchs Leben. Jo. Tschüss. Thomas, 39. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, ich hatte schon zweimal mit dir gesprochen. Damals ging es so darum, bereuen. Ich habe also mit im homosexuellen Milieu mit Strichungen zu tun gehabt. Ja. Hatte dann gesehen, dass das Geld für Drogen drauf geht. praktisch nicht damit nach vorne bringen, sondern noch weiter nach unten. Hatten wir auch drüber geredet. Und dann war das Problem mit... das, mein eigentliches Problem war das Herauslassen meiner eigenen Homosexualität, also die Maske fallen zu lassen. Mhm.
du hattest mir damals auch den Tipp gegeben, das ist 2-3 Jahre her, ich sollte doch zu Hause ausziehen und auch mit meinen Eltern. Ich weiß noch, ich kann mich gut erinnern. Kann ich vielleicht noch gut erinnern. Ja, ich habe dir richtig Feuer unterm Arsch gemacht, ne? Dass du mit 37 damals oder so noch zu Hause da hinterm Berg gehalten hast, ne? Genau. Und zu Hause gewohnt hast vor allen Dingen auch. Ne? Nun muss ich dazu sagen, diesen einen Rat habe ich nicht ausgeführt. Ich wohne noch zu Hause, aber ich habe mit allen Leuten geredet. Mhm. Was dazu geführt hat, zunächst einmal, ich habe meine Maske fallen gelassen. Mhm. So konnten sich die Leute auf mich einstellen und nicht auf das, was ich denen zu scheiden vorgegeben habe. Ja. Verstehst du? Ja. Daraufhin habe ich es zum ersten Mal in meinem Leben geschafft, genau 40 Kilo meines Übergewichts zu reduzieren. Hey. Und das dauerhaft auf jetzt fast 3 Jahre. Hey, hey, hey. Das ist aber ein toller Erfolg, ne? Ja, ich denke mal, das war einfach nur so, man ist sich dann selber scheißegal, nicht? Du bist du hast dich runtergehungert von... Auf? Von 133 Kilo jetzt auf, naja, 95, 96. Respekt. Respekt. Aber dauerhaft. Nicht nur, sagen wir mal so, dass man das jetzt also abnimmt, zunimmt, wie das früher gemacht. Und du meinst, das hat schon damit zu tun mit der grundsätzlich anderen Lebenseinstellung, die du durch das Outen dann auch gewonnen hast. Richtig, man fängt langsam an, sich selber zu erkennen. So. Man legt die Maske ab, andere Leute können sich auf einen einstellen, man lernt neue Leute kennen. Auch Leute, von denen man sich einfach nie gewagt hätte, überhaupt mit denen zu reden. Eben immer die Angst, nicht? Man, was denken die Leute über einen? Daraufhin habe ich viele Leute kennengelernt. Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, ich habe es allen Leuten erzählt. Ich habe auch allen Leuten so meine Schwächen gezeigt. Und dann waren ein paar Leute dazwischen, die haben das dann schamlos ausgenutzt. Das kann natürlich dann auch passieren. Das hatten wir euch auch mal bei dir im Thema. Klar. Wie kommt das, anderen Leuten helfen zu wollen? Das stimmt eigentlich auch. Leute, die nur anderen helfen, haben keine Lust, sich um ihre eigenen Probleme zu kümmern. Das ist auch so ein Fazit, was ich daraus gewonnen habe. Ja. Dennoch war es sicher eine gute Entscheidung, ne? Und, ja, auf jeden Fall. Was auch noch dazu geführt hat, ist, dass ich vor gut einem Jahr mit einer Taxifahrerin zusammengekommen bin, mit der fast ein halbes Jahr lang gelebt habe, so wie man und Frau das auch wirklich tun, und habe also festgestellt, nicht nur, dass ich mich selber belogen habe irgendwo, eine Zeit lang, auch die anderen, ich habe mich sogar vollständig belogen, weil das war nie so ganz die Wahrheit, ne? Das war ja auch damals die Sache, warum gehe ich in so eine Szene, warum kaufe ich mir das? Warum muss ich selber sowas versuchen? Auch immer anderen Leuten behilflich zu sein. Also, dir geht es jetzt im Moment gut? Ja, sagen wir mal so, ich muss noch viel lernen. Nicht? Du musst noch viel lernen? Die ganzen 37 Jahre, wo ich meinen Mund gehalten habe, habe ich natürlich auch nicht gelernt. Wann ziehst du von zu Hause aus? Tja, die nächste große Aufgabe. Es geht sogar so weit, dass ich mittlerweile aufgrund dieser Sache mit meinem Vater so weit gekommen bin, dass er mir gesagt hat, mach dich selbstständig in dem Gewerbe, also taximäßig, da bin ich auch kurz davor, sodass ich also doch von der Seite so einige Sachen dazu gelernt habe. Ja, also. Und ganz zum Schluss noch etwas. Ja. Und zwar war neulich auch das Thema mit Drogen bei dir zur Sprache gekommen. Und es geht ja auch immer die Diskussion, sollte man sie freigeben oder sollte man sie nicht freigeben. Wenn man das Leid der Leute sieht, die in den Sumpf geraten sind, müsste man sofort sagen, man muss sie verbieten. Auf der anderen Seite ist ein Verbot nie ein Weg. Denn ich denke mal, es ist Ignoranz von Seiten der Politiker, die Sachen zu verbieten, unter strafrechtliche Verfolgung zu stellen. Wenn man danach gehen würde, meine Meinung ist, ein Wirt zum Beispiel, nichts gegen die Wirte, ich will nicht verallgemeinern, ja, aber es ist das Gleiche, wenn ein Wirt einen Kunden hat, der jeden Tag in die Kneipe kommt und sich jeden Tag die Hucke versäuft und er merkt, er wird zum Alkoholiker und er bremst ihn nicht, bin ich der Meinung, da müssen wir auch mal fragen, was macht der Mann da eigentlich? Ja. Also, das war noch dein Statement zum Thema Drogen. Lassen wir einfach mal so stehen, ne, weil du es noch sagen wolltest gerne. Danke für das Feedback. Ich würde einfach mal sagen, allen Leuten den Mut zu geben, egal, die Wahrheit kann sehr krass oder schmerzhaft sein. Ja. Aber die Lüge oder das Schweigen kann einen umbringen. Alles Gute. Ich wünsche allen nur, dass sie den Mut haben, mit irgendjemandem zu reden. Tschüss Thomas, alles Gute. Okay, ciao. Mark, 25. Hallo, Jürgen. Ja, Marc, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, wir beide. Ja, ich habe schon gesehen. Ja, wir sitzen hier mit zwei Mann auf der Couch. Wir wurden vorhin alarmiert, nach Aus zu kommen. Thema Gewissenskonflikt. Haben uns Gedanken drüber gemacht, haben deine Nummer gewählt und wollten einfach mal darüber reden. Was ist los? Ja, es geht darum, dass der Großteil der Polizisten, die halt in diesem Einsatz beteiligt sind, einen riesen Gewissenskonflikt haben. An welchem Einsatz? Castortransport. Ach so, ja. Du bist auch Polizist? Ich bin auch Polizist. Du bist Polizist. Ja. Hast du zufällig einen Schnäuzer? Hab ich gerade schon drüber nachgedacht. Nee, ich habe keinen. Ich bin aber auch nicht schwul. Du bist auch nicht schwul? Nee. Ja, also können wir da nichts verkuppeln? Nee, leider nicht. Das wäre natürlich wunderbar jetzt gewesen. Ne? Aber ja, du willst natürlich jetzt über ein ganz ernstes Thema sprechen. Ne? Und nicht ganz über, genau, ja. Du bist Polizist und hast ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen, was den Transport angeht. Ganz genau, weil ich mich den
meine Maßnahme verkaufen vor Ort. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Wie gehst du denn dann, oder wie geht ihr mit dem schlechten Gewissen um? Wie macht ihr das? Teilweise mit Ignoranz. Klingt ein bisschen blöd. Aber es ist sehr, sehr schwierig, dann da eine Front aufzubauen und letztendlich derselben Meinung zu sein, wie die Leute, die einem gegenüberstehen. Ich denke, man schiebt das Ganze auf das Bild der Polizei ab und nicht auf einen persönlich. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Wird denn viel unter den Kollegen darüber geredet? Oder bist du eigentlich, oder du und dein Freund da eher eine Ausnahme? Ich denke, wir sind eine Ausnahme. Also im großen Rahmen bei der Polizei wird nicht drüber geredet, eher im privaten Rahmen. Darf denn überhaupt so bei der Polizei, bei euch in eurem Rahmen darüber so offen diskutiert auch werden, über das Pro und Contra der Transporte? Über das Pro und Contra sicherlich. Das schon. Bei innerdienstlichen Angelegenheiten das nicht. Das ist klar, ja. Und ich wollte bloß auch mal zum Ausdruck bringen, ich hatte vorhin das Gespräch mit der jungen Dame mitgekriegt. Man sollte nicht vergessen, dass Polizisten auch nur Menschen sind. Und dass wir auch eine riesige Angst haben, nach auszufahren, weil die Großteil der Autonome halt keine lieben Demonstranten sind, die ihre Meinung kundtun. Also euch ist doch wahrscheinlich eben, das ist ein gutes Stichwort, auch Autonome, unter Umständen auch sehr mulmig, ne, dahin zu gehen. Denn es könnte in handfesten Schlägereien und in Brutalitäten ausarten, die nicht von euch ausgehen, sondern von dieser Szene ausgehen. Ja, ganz genau. Das heißt, vor einem solchen Einsatz muss man sich darüber im Klaren sein, dass man vielleicht einen Tag später im Krankenhaus liegt. Könnte durchaus passieren. Ja, ja. Dass immer noch gewisse Nettigkeiten ausgeübt werden, sprich Zwillen. Das ist also ein ganz heikles Thema bei der Polizei. Steinwürfe und so weit sind wir schon gewöhnt von etlichen anderen Demonstrationen. Aber die Listigkeit, die wird auch immer härter bei dem Autonomen. Kriegt man da nicht unter Umständen, wenn man da vor solchen Leuten steht, auch so einen richtigen Hals und richtig Wut? Ja, ich denke, die Bilder sieht man dann in der Presse, wo Polizisten wahllos auf irgendwelche Demonstranten einschlagen, bloß die Vorgeschichten dazu halt nie gezeigt werden. Das ist das Traurige und das kritisiere ich auch an den Kollegen der Nachrichtensendung, dass man dann immer die schlagenden Polizisten zeigt und nicht, was die Autonomen, was die Chaoten vorher angerichtet haben. Ne? Ganz genau. Lieber Marc, die Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Euch alles Gute, vielen Dank nochmal für deinen Anruf. Ja. Bye bye, tschüss. Alles klar, ciao. Freunde, das war's für heute in der Technik. Hans-Jürgen Wilde. Und morgen haben wir eine Themensendung. Und da heißt unser Thema: Zu jung für Sex? Fragezeichen, Ausrufungszeichen, die erste Liebe. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Schöne Nacht. Ciao.